Der Deutsche Fußballbund hat nach einem despektierlichen Beitrag von DFB-Vizepräsident Hermann Winkler über den ukrainischen Staatschef Volodymyr Selenskyj ein Gespräch angekündigt. Winkler schrieb am Sonntag bei Instagram: Berlin heute Morgen. Dank Allgemeinverfügung aufgrund des Besuchs eines ehemaligen ukrainischen Schauspielers ist die City weitestgehend abgeriegelt, die Spree für Touristen teilweise gesperrt. Selenskyj war am frühen Sonntagmorgen in Berlin und erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine in Deutschland eingetroffen. Am Nachmittag wurden er und sein Volk in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Winkler, der auch Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands ist, teilte in seinem Beitrag zudem ein Bild von sich am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Stadtteil Treptow. Im Treptower Park ist's noch ruhig, noch steht das Ehrenmal zum Gedenken aller Kriegsopfer, schrieb der 60-Jährige.